Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Divinity 2. In der letzten Folge haben wir diesen tollen Raum hier gefunden und in der nächsten Folge haben wir wahrscheinlich schon Lord Lovis gesprochen. Oder hoffe ich mal, so was muss man hier machen? Drachenstatuen und in der Mitte ein Raum. Drachen und ein runder Raum erinnert mich an Oblivion. So können wir da irgendwie rein. Nein. Also Lord Lovis war ja ein Drachenritter. Deswegen auch die Drachen. So, kann man hier irgendwas aktivieren? Ist hier irgendwo ein Schalter, ein Hebel? Wahrscheinlich in diesen Unterdingern hier. Da sieht man sie nämlich am schlechtesten. Sollte die irgendwann eh aufblinken sehen und ich es nicht aktivieren, dann habt ihr es gefunden, aber ich nicht. So. Irgendwas, wo man drauf schießen muss, vielleicht. Wobei, Fernkampf ist jetzt in dem Spiel nicht so. Nicht so wichtig wie zum Beispiel in Fable 3. Hier sieht es so aus, als das hier wird wahrscheinlich der Fahrstuhl nach unten sein. Dann müssen wir hier die Kugel vielleicht irgendwie aktivieren. Probieren wir mal die Kugel aus. Nichts bringt's. Schade. So, aber irgendwie muss das in diesem Raum hier weitergehen. Also, das war die Tür. Hier ist ein Kreis, um den sich irgendwelche Kometen bewegen in der Mitte. So, Drachenstatue. Kann ich die vielleicht irgendwie aufheben und wieder zusammenführen? Gibt's ja auch manchmal in Spielen. Nein, kann ich nicht. Kann ich da. Kann ich hier erstmal raus vielleicht? Danke. Kann ich da irgendwie in dieses Teil rein? Muss ich da rein? Ach, nicht schon wieder. Irgendwas muss es hier zum Aktivieren geben. Habe ich irgendwas übersehen? Hier muss irgendwo ein Schalter sein. Irgendwo. Na, hier vielleicht irgendwie was. Hast du was für uns? Edle. Was? Leichte Edelarmschienen. Und Zauberoffenbarung. Die Schriftrolle birgt einen Zauber in euch bekannten Schriftzeichen, deren genaue Bedeutung sich euch jedoch nicht erschließt. Ja, dann versuchen wir ihn mal zu lesen. Was das wohl bewirkt hat? Ja, okay. So viel zum Schalter. Der Schalter war ganz klar vor uns und wir sind im Keller. So, hier wieder ein paar Skelette und ein paar Kisten. Mit ein bisschen Zeug für uns. Ah, Diamant, gut. Hierfür reicht Schlösserknacken nicht. Das ist doof. Und Mondstein und ein Bogen des Hexers. Also der Witcher-Bogen sozusagen. Und wir gucken mal. Nee. Was macht der hier? Erhöht normalen Schaden. Okay, der macht auch noch erhöhten normalen Schaden. Hier, die kann nicht mit Schlösserknacken geöffnet werden. Okay. Die soll noch nicht ins Feuer treten. Und Lovis Thron. Seid ihr gekommen, um eine Audienz bei Lord Lovis zu erhalten, Sterbliche? Ja, deswegen bin Dann ich beweist, hier. dass ihr das nötige Wissen habt, um von ihm empfangen zu werden. Wer gebar Lord Lovis? Okay, gehen wir es mal logisch an. Hildegard wird in dem Spiel niemand heißen. Schlangenmaid des unteren Reiches. Ne, untergegangenen Reiches. Ja, ich glaube, das hier passt. Sehr gut. Ah, gut. Wem dient Lord Lovis? Lord Lovis dient Maxos, dem Hier liegt Drachmagier. falsch. Nicht. Was war Lord Lovis größter Sieg? Schade. Okay, die Schlacht der 10.000 klingt nicht schlecht. Habe ich auch, glaube ich, irgendwann mal gehört. Drachenritter Brom. Ich drück mal das erste. Sehr gut. Gut. Wer hat Lord Lovis Untergang in die Wege geleitet? Untergang war wahrscheinlich Damian, oder? Baal. Nee, das ist was anderes. Oder? Baal war irgendwer anderes, glaube ich. Ich hoffe mal. Nein, Damian war es ja nicht. Der war es ja nur indirekt wahrscheinlich. Dann eher der hier. Ihr liegt falsch. Nicht? Unter welchem Namen war das Trümmertal bekannt, als Lord Lovis noch dort herrschte? Das war das Tal der Schreine, das Sehr weiß ich gut. noch. Und damit ist die Wissensprüfung. Man erachtet euch als würdig genug, meinen Meister Gut, zu drei sprechen. von fünf wahrscheinlich Würde richtig oder Ehre so. gebührt. Lord Lovis.
Ihr habt Lord Lovis auf der Spur erfolgreich abgeschlossen. Bitte wählt die Belohnung. Okay. Erfahrung oder Gold? Ausgewählte Belohnung. Kann ich mir da hier noch? Ach so. Okay, wir kriegen das auf jeden Fall dann noch ein bisschen mehr Erfahrung. Was haben wir denn da? Ein Sterblicher ist in meinen Turm eingedrungen. Sicherlich ein Versehen. Nicht ganz, Lord Lovis. Ich wurde von Lady Talana höchstpersönlich hierher geschickt. Ein Drachenritter hat euch hierher geschickt? Eine interessante Wende des Schicksals. Jedoch nicht unerwartet. Ihr wisst also, was im Tal vor sich geht. Oh ja, das tue ich, Drachenfreund. Und selbst wenn ich blind wäre, würde ich immer noch den Gestank des Schwarzen Rings wahrnehmen. Klingt so, als hätten wir einen gemeinsamen Feind. Womit ihr andeuten wollt, dass uns das zu Verbündeten macht. Vielleicht. Talan hat gesagt, dass ihr mir helfen könnt. Ja. Und wie sollte ich euch helfen können? Ich muss Damion töten, aber ich weiß nicht, wie genau. Wie es das Glück will, weiß ich, was Talana vorhat. Und obwohl ich ihre Absichten gutheiße, halte ich ihr Ziel für bedenklich. Die Halle der Seelen. Welche Verbindung besteht zwischen Damion und der Halle der Seelen? In ihr verweilt die Seele seiner großen Leidenschaft, Igerna. Ihre Seelen sind miteinander verbunden und dadurch eins, im Diesseits wie im Jenseits. Legt sich der Schleier des Todes überein, so sterben beide. Also müssen wir Inga irgendwas töten. Damian sprach den Zauber jedoch nur wenige Augenblicke nach der Exekution seiner Angebeteten. Dadurch wurde die Wirkung des Zaubers umgekehrt. Oh, okay, wir müssen sie ins Leben zurückrufen. Leben gebracht werden, ist Damian derjenige, der stirbt. Okay. Das war Talanas Mission. Und jetzt ist es euch. Ja, jemanden das Leben retten, um den Oberbösewicht dann einen Kopf kürzer zu machen. Klingt nicht schlecht. Erzählt mir über ihn gerne. Als Damian unter der Vormundschaft des Göttlichen aufwuchs, war er sich der Tatsache nicht bewusst, dass er die Inkarnation des Bösen ist, das einst von seinem Ziehvater vernichtet worden war. Der Schwarze Ring wusste jedoch davon. Und entsandte eine junge Hexe, um seine schlummernden Kräfte zu wecken. Das tat sie. Und sie verliebten sich sogar. Für das Paar ging alles gut, bis Igerna entdeckt und vom Göttlichen enthauptet wurde. Aua. Damian, der in der Zwischenzeit ein großer Zauberer geworden war, verband seine Seele mit der seiner Liebsten, als sie die Klinge zu spüren bekam. Danach brach der erste Dämonenkrieg aus, den der Göttliche mit seinem Heer aus Paladinen für sich entscheiden konnte. Die zweite Plage durch Damian, der große Krieg, verlief weniger erfolgreich, wie ihr wisst. Er endete in einer erbitterten Pattsituation. Gewinner und Verlierer stehen noch nicht fest. Ich verstehe weder eure noch Talanas Feindseligkeit gegenüber Damian. Ihr Drachen habt euch mit ihm verbündet und den Göttlichen getötet. Nein. Ihr nennt uns Verräter. Aber wir sind diejenigen, die verraten wurden. Damian hat einen Ritter manipuliert und ihn dazu gebracht, euren gottgleichen Meister hinterrücks zu erstechen. Er setzte seine Pläne in die Tat um. Der Göttliche ist tot. Seine dämonische Armee erlitt große Verluste. Ja, aber verborgen vor menschlichen Augen lässt er seine Streitkräfte wieder erstarken. Wie sorgfältig er doch sein hinterhältiges Spiel geplant hat. Igerna wurde gerecht. Und da der Verdammte wusste, dass es Jahrzehnte dauern würde, bis er wieder seine alte Stärke erlangt, sorgte er dafür, dass die Menschheit einen anderen Feind zu bekämpfen hat. Und genau das taten die Drachentöter. Sie haben die alte Rasse ausgelöscht und der schlummernden Bedrohung durch Damian keine Beachtung geschenkt. Wo finde ich die Halle der Seelen? Das weiß ich nicht. Ich weiß jedoch, dass mein ehemaliger Meister Maxus, der Drachenmagier. Wieso? Ich hatte doch Maxus angegeben und der sagt, das wäre falsch. Dover Diener. Wie immer hat er seine Forschungen schriftlich festgehalten.
Dieses Uch muss immer noch in seinem Tempel sein. Nicht weit von hier. Seit sehr langer Zeit war niemand mehr dort. Aber ich bin im Besitz eines Schlüssels. Er gehört jetzt euch. Gut. Die Halle der Seelen zu finden, wird eine lange, beschwerliche Reise sein. Solltet ihr jedoch Erfolg haben, wird unser alter Feind vernichtet. Geht zum Tempel und findet das Buch. Und wenn ihr schon dort seid, könnt ihr euch vielleicht für mich um eine kleine Angelegenheit kümmern. Was genau ist diese kleine Angelegenheit? Meine Erlösung. Ich bin nicht aus freien Stücken in dieser Farce, jenseits von Leben und Tod gefangen. Nein, mein Freund, ich habe Maxos Schande gemacht. Und das ist meine Strafe. Ewige Verdammung, dann müsst ihr etwas Schlimmeres getan haben, als nur einen Bierkrug fallen zu lassen. Das müsst ihr selbst beurteilen. Ich hatte den Befehl, diese Gegend vor dämonischen Angriffen zu schützen. Die Zeit verging und meine Macht wuchs. Und so wurde ich hochmütig und dekadent. Der Wachsamkeit folgte Trägheit, dem Pflichtbewusstsein Genusssucht. Als der Dämon Lord Baal, ach, Baal was? Armee anrückte. Habe ich das angegeben? In kurzer Zeit naja. Überrannt. Deswegen wurde ich bestraft. Puh. Auch ich gebe mich gerne der sinnlichen Freundin. Man ging mit euch zu hart ins Gericht. Danke für euer Verständnis. Wenn nur jeder so denken würde. Dennoch bat ich um eine Begnadigung, die ich jedoch nicht erhielt. Zu lange sieche ich schon dahin, ohne zu verrotten. Maxus trennte meine Seele von meinem Körper und verbannte sie in einen Seelenstein in seinem Tempel. So nah und doch unendlich weit weg. Geht zum Tempel und okay. Bringt meine Seele zurück. Sie ist im Besitz meines alten Rivalen Amdusias. Tötet ihn und kehrt dann zurück. Ich verspreche euch eine große Belohnung. Ja, in der nächsten Folge fragen wir ihn weiter aus. Bis dahin, Leute. Ciao.